Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei Skynet. Bauphase 6 ist heute dran vom T-800 Terminator. Ja, letztes Mal haben wir hier Kugelgelenk gebastelt. Was mit Schrauben. Und heute bleibt der Schraubenträger trocken. Und zwar, ja, kriegen wir die Bauteile, die bis jetzt angefallen sind. Bisschen weiter packen, aber aufpassen, nicht vom Fließband rutschen lassen. Heute bekommen wir hier den Unterkiefer. Noch kann er nicht zubeißen, aber bald. Und einen Nasenrücken. Alles natürlich aus feinstem Metall, aus unzerstörbarem Metall, nur im Hochofen. Und wir bekommen die Beißerchen. Ich weiß, aber wir reden nicht mehr über die Beißerchen. So, ja, dann gucken wir mal gleich in die Bauanleitung, was wir heute tun dürfen, was wir heute machen dürfen. Ich weiß nur eins, ich werde mir gleich bisschen Sekundenklebergel parat machen, einen Zahnstocher brauchen wir und ein Bastelseitenschneider. Müssen ja hier die Zähne ziehen. Ja, ich würde sagen, ihr kommt dichter, wir legen los, damit wir kräftig zubeißen können. Ja, wir bekommen den viel beschriebenen Unterkiefer, den besagten Unterkiefer. Hier ist der Nasenrücken und hier haben wir die Zähne. Und ja, wir fangen mal mit dem Einfachsten gleich mal an. Wir werden den Nasenrücken montieren. Und zwar, die Augen gehören normal noch nicht hier rein, aber ich habe das schon zusammengesteckt, weil ja, das passt ganz gut rein und so kann hier nichts weiter kaputt gehen. Also ich denke mal, das wird auch noch mal wieder rauskommen, weil wir hier ja, denke ich mal, die Augenhöhlen sehen ja noch nicht fertig aus, finde ich. Und da denke ich mal, wird noch mal irgendwann was kommen. Also diesen Nasenrücken, den stecken wir jetzt hier nur rein. Sollen wir den zufällig ankleben? Sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist. Ach, wir brauchen hier dann doch schon Kleber. Weil ihr habt gerade gesehen, dass das ja ziemlich einfach lose geht. Worauf ich den Kleber jetzt rauf mache, das zeige ich euch nicht. Das sieht schon sehr gebraucht aus. So, und auf diesen Nasenrücken, an diese Stifte, werden wir jetzt hier ein bisschen Kleber rauf machen. Nicht viel. Brauchen wir auch nicht. Jetzt fällt mir das doch runter. Ich wollte mir das mit der Pinzette drehen, damit ich nicht auf den Kleber fassen muss oder dachte ich, dass ich dagegen komme. Und dann wird das einfach nur so raufgesteckt. So. Du musst das natürlich, der Kleber, erstmal abbinden. So sieht das Ganze dann aus. Ja, ich sag mal so, das Gesicht, ne, sieht immer besser aus. Ja, so, nun wollen wir ja die Beißerchen trennen. Jetzt müssen wir aufpassen, welche wohin gehören. Von wegen 1, 2, 3, 4, 5. So, hier steht natürlich, warte mal, doch irgendwo normal steht das doch von der anderen Seite drauf. Genau, hier steht 1 drauf, das ist 5.
Also, wir trennen als erstes die 1. Diesen Bastelseitenschneider kommt man überall ziemlich dicht ran. Aber ja, hier kann man noch ein bisschen sehen. Das müssen wir dann abschneiden mit dem Bastelmesser. Ja. So, das war die 1. Das andere hier ist die 5. Also 1, 5. Gucken wir hier hinter. Dann ist hier die 2, die 3 und jetzt zu allerletzt die 4, weil die 5 haben wir ja schon. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt machen wir nochmal Kontrolinski. Hier ist auch noch ein bisschen was dran. Ne? Wir das dann vorsichtig abgeschnitten kriegen. Jawohl. Dann machen wir gleich erstmal einmal Passprobe. Die wir hier an den Seiten. Das war ich bestimmt wieder nicht im Bilde. Naja, das verzeiht ihr mir schon. Da ist ihm der Zahn ausgefallen. So, jetzt müssen wir natürlich gleich mal schauen. Die 1 kommt hinten rechts. Dann demzufolge die 2. Bevor wir natürlich ankleben, machen wir erstmal eine Passprobe. Die 3. 4, ist das richtig rum? Ja. Und die 5. So, Passprobe hat geklappt. Dann können wir sie auch ankleben. Ha, ich kriege die gar nicht wieder raus. Doch. Muss man nicht nur kräftig zupacken. Kräftig zu beißen, sondern auch kräftig zu packen. So, dann kommt jetzt überall mit einem Zahnstocher ein kleiner Tropfen Sekundenkleber rein. Ja, dadurch, es ist ja Minutenkleber, kein Sekundenkleber. Also können wir erst überall was reinmachen. So, noch 2. Ein Glück, dass das immer so kleine Brocken sind und nicht alles einzelne Zähne. Sonst hätten wir noch mehr Löcher zu kleben. Ah, so schnell sind Zähne gewachsen, ne? Oh, Mensch, siehst du wohl. Oh, wollen wir mal anhalten. Ja, siehst du wohl. Und was haben wir noch zu tun? Den Nasenrücken. Ach nee, den haben wir ja schon. Ja, also, hier. Nasenrücken, Zähne. Nix mit Schraubenträger heute. Fertig. Bauphase 6. Ha, haben sich schon ordentlich ein paar Teile angesammelt auf unserem Fließband bei Skynet. Ja. Ich bin eigentlich jetzt schon gespannt, wie es dann weitergeht. Ausgabe 7, Bauphase 7.
Oh, jetzt kommen wieder Komponenten für den Oberarm und für den Schulterkopf. Also hier am Oberarm. Da brauchen wir Zahnstocher, dickflüssigen Sekundenkleber und einen Schrumpfträger. Also, ja, also Ausgabe 7, Bauphase 7 kommt wieder ein Schrumpfträger zum Einsatz. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ja? Wir haben ein bisschen Gesicht gekriegt. Ne? Ja. Das sieht schon gruselig aus, ne? Ja, und wenn man die Filme dann noch kennt, da waren wir ja auch noch um einiges jünger. Also das war schon, ja, ich fand sie spannend. So, wunderbar. Bauphase 6 abgeschlossen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Bauphase 7 und so weiter und folgende. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr freut euch auf das nächste Video. Schaut auch auf meine anderen Projekte. Ja, nächste Video wird dann sicherlich kein Terminator-Video sein, was auf meinem Kanal kommt, sondern was anderes. Schaut da auch gerne rein. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal weiter in.